Ich schau mal das neue Fahrzeug zurück. Jo. Und damit einen wunderschönen User joined your channel. Dienstagmorgen. Grüße, wen haben wir da? Dennis. Hi. Ah ja. Hallo. Servus. Hey Dennis. Dennis ist da. Ralf, du hast jetzt wirklich Aufnahme neu gestartet, ja? Ja. Grüße. Ich habe noch einen Screenshot gemacht, den müssen wir noch irgendwie davor klatschen. Kriegen wir Da ist der hin. Beweis, dass wir in der Aufnahme gekauft haben. Seid ihr schon in der Aufnahme, oder? Grüße. Gerade drin, ja. Ja. Achso, okay. Dann, Erste Folge, ja. Tenso hat mich gerade angerufen, deswegen dachte ich, was ist denn da los? Das war falschen Knopf gedrückt. Achso, Aber das okay. ist schon bestimmt 10 Minuten her. Auch bei mir wurde es jetzt gerade erst angezeigt. Ja, sehr gut. Läuft sehr gut, Ja. ja. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns. Ja, Dennis, gut. bis später. Jo, ciao. Ja. Bis dann, User Dennis. disconnected from your channel. Genau. Da kommen wir auch schon direkt zum Thema. Diese Woche ohne Dennis tatsächlich, weil der verhindert ist. Aber mit dabei, live und in Farbe eingesprungen, der gute Jürgi. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, danke für die Einladung, ne? Ja, vielen Dank fürs Einspringen. Jo. Sehr löblich. Und natürlich, wie immer mit dabei, Tensu und wie meistens mit dabei, Sege. Und Staatsfeind. Bodenlos da. Neue Servus. Woche. Neue Woche, neues Glück. Los geht's. Tensu hat einen Kauf getätigt. Was hattest du gekauft, sagst du, Tensu? Den Xerion 2500 beziehungsweise in der 3000er Variante, also Ah ja, der genau. heißt 2500, 3000 und dann Vollausstattung. Genau, es wurde eine neue Mod mit hochgeladen für die kommende Aufnahmewoche. Genau. War unser Mod-Vorschlag. Haben wir da auch direkt mit reingenommen. Aber mit angepasstem Preis, habe ich gehört, ne? Ja, genau, ist ein bisschen höher. Ich hatte was vorgeschlagen und der wurde angenommen, der Preis. Hervorragend. Also Preis, er war ursprünglich zu günstig. Wir haben ihn dann dementsprechend preislich angepasst und er wurde so übernommen. Genau. Habe eine Frage. Jürgen, schieß Ja. los. Wo kann ich meine Zwillingsbereifung loswerden? Wo bist Ach, du? du fährst mit dem. Ich hab dir sonst gleich einen. Was fahr ich denn hier eigentlich? Ja, Ein die Valtra. Zwillingsbereifung können wir jetzt wieder runter machen. Da können wir dann mit dem Serum machen nächstes Mal. Viel verdichten. Stimmt. Jörgi, komm mal hinter dir. Ja. Ach du Scheiße, das Ding hat ja noch Ui. Gangschaltung. Hilfe. Skandale. Wo Ansichten sagst du sind wir mit? auch immer mit dabei. Also wir haben Ansichten jetzt aktuell von Sege und Tensu. Jürgi wollten wir natürlich nicht damit belästigen, dass wir hier jetzt noch Jörg mit einblenden. Also von daher, diese Woche müsst ihr euch nur mit Sege und mit Tensu zufrieden geben. Das wäre auch ziemlich knapp geworden, muss ich sagen. Na joa. Ganz los. Ja, danke. OBS ist auch installiert, aber nichts eingerichtet. Ach du, ist doch kein Problem. Wir Nö, alles machen gut. das tatsächlich über einen Browser Source. Das funktioniert hervorragend. Mir klemmt. Ui, hier ist es. Im Traktor festgeklemmt. I'm in the Jo. Traktor. Das ist gut. Haben wir da Platz? Bestimmt. Wir schwenken mal zurück. Ja, stellst da einfach auf dem hier, du weißt schon. Ich quetsch da irgendwo rein und so. Auf dem Platz. So, wir dürfen natürlich keine Zeit verlieren. Eigentlich ist der Flug hier völlig falsch eingestellt. Das ist die nächste Frage. So, Missionen laufen. Genau, ich bin auf einer Wie hier. ist der Holzstatus eigentlich hier? Jürgi, habt ihr eine Arbeit, ne? Ja, ihr gefällt schon mal spritzen. Wichtig. Ja. Wir machen mal Folgendes für den Start der neuen Woche. Wir gucken einfach mal rein, wo wir gerade punktetechnisch stehen. In unserer Challenge-Mod. Hof 1, das sind
Wir, unschwer zu erkennen an den 10,6 Punkten, die wir haben. Hof 3 ist... Oh, nichts kaufen. Gibt's Ärger mit Dennis, nichts kaufen. Hof 3 ist Darky mit 30,7. Die haben schon 20 Punkte mehr als wir. Okay. Und Werner, absoluter Spitzenreiter gerade, also Team Werner mit 47,9. Warum drücke ich denn die ganze Zeit auf Kaufen hier? 47,9. Ja. Fast Halbzeit bei Werner. Da müssen wir was machen. Kurz eure Hilfe. Hm, immer. Bin Blindfisch. Ja? Bin ich 41 nicht. Ah, das Problem. Das, okay. Auch öfters versuchen. 41 ist, ja bald, ist ziemlich rechts. Es ist ja bald Ostern, suchen wir mal ein Feld, ne? Siehst du den gelben Hof? Da oben drüber, das... Ja, was ist das? Hellbraune genau, Feld. Das da, genau, über Werners neue Wiese. Jo. Ja, stimmt. Werner hat die 39 gekauft. Ja, die haben ganz schön viel gekauft mittlerweile. Das ist schwierig tatsächlich, ja. Aber nicht unmöglich. Boah. Würde Dennis jetzt auch sagen. Nichts ist unmöglich. Toyota. Also wer die Folgen von Team Werner und Team Darky jetzt nicht so verfolgt, sondern nur bei dem Alpha-Team hier uns ist tatsächlich. Team Werner ist in die Rübengeschichte eingestiegen. Nach der Silageballenaktion sind sie jetzt in der Rübenaktion, genauso wie Team Darky, die sind hinterhergezogen. Und Nachteil für uns ist da natürlich, dass jede einzelne Rübe einen, also Punkte zählen im Lager dementsprechend. Da hinken wir jetzt natürlich so ein bisschen hinterher. Aber ist kein Problem. Ich stehe. Jo. Nicht mehr? Das war heftig. Okay. Das war beim Anpicken der Baumstämme da, glaube ich, gerade bei dir, da, Tensu. Das kann sein, ja. Trag sie auch schön weg, aber der Trigger funktioniert schon wieder nicht beim Sägewerk hier hinten. Ja, das war auch ein großes Problem tatsächlich beim letzten Mal. Ja. Wollte zwar drücken und er akzeptiert das einfach nicht. Vielleicht muss das auch die Seilwinde da raus und alles, weil ich glaube, diese Funktion der Seilwinde ist das... Ja, dann schmeißen wir jetzt noch ein bisschen was hin mit der Seilwinde und dann bauen wir die mal eben aus. Das ist kein Problem. Dazu kann ich direkt den ersten Kommentar von der Dienstagsfolge vorlesen. Da wurde nämlich geschrieben, ihr habt doch einen Frontlader, schiebt das doch da rein. Also daneben fahren und dann reinschieben, oder was? Das könnte man natürlich machen. Ja, oder direkt halt. Ja, beim Frontlader fällt ja viel runter, ne? So. Ist halt schwierig, ne? Holz ist so eine Sache, tatsächlich. Aber ich glaube, da sind die anderen Teams auch von ab. War ja nur so, dass... Gut, ich glaube, Team Darky macht auch noch nebenbei so ein bisschen. Aber... Ja, das Holz war ja gewesen, wo die keine Ballmissionen machen konnte. Ja, es hat sich jetzt keiner drauf fokussiert, irgendwie hauptsächlich Wood zu machen oder so. Das war der Kommentar übrigens von Kersten Gob 5149. Ah, ja. Unter Folge 111. Schnapszahl an der Stelle. 111 schon. Hast du auf wie gehört? Ja, nee, du hast Schnapszahl gehört, aber... Also, okay, dann hab ich verhört, sorry. Was liegt denn hier schon wieder rum? Wir sind auch übrigens, sind wir aktuell noch am Sparen auf was wir letzte Woche besprochen hatten? Ich hab schon wieder vergessen. Ich meine, wir wollten jetzt eine ganze Ecke Geld sparen. Ja. Für irgendetwas, frag mich jetzt nicht genau, was es auch noch war. Ihr weiß genauso gut Bescheid wie ich. Ja. Ja, genau. Wir hatten uns was überlegt.
Es sind halt immer so viel Woche zwischen den Aufnahmen, ne? Ja. Das ist das Problem. So, keine Zeit verlieren, wir wenden so mit dem Flug. Bitte keine Kommentare. Boah. Einmal mit Schwung gewendet. Oh ja. Ganz wild aus. Ich hab mal was in die Gruppe geschrieben. Ich glaube, das war es gewesen, wo wir draus sparen wollten. Das ist gut möglich. Ich habe übrigens, hat mich gar keiner daran erinnert, in den Kommentaren hier. Ich habe gar keinen Ingame-Sound an gerade. Warum nicht? Ach, die Kommentare kommen ja später, ne? Mhm. Natürlich blöd. Wir machen natürlich Sound an. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wer war das? Wer war was? Die ist gerade immer lang gefahren. Ich habe nicht gesehen, wer es war. War uns jemand hoch oder was? Das war von Team Gelb einer. Ja, ja. Was für ein Fahrzeug war es? Case? Case? Nee, irgendwas Rotes. Case mit zwei Anhängern, glaube ich. Könnte Uwe eventuell gewesen sein. Uwe oder E-Box? Also, ja. Ja, der E-Box ist auch dabei. Habe ich jemand verpasst, oder? Ja, Iggy ist anscheinend da heute. Ja, stimmt. Das war angekündigt, glaube ich, sogar letzte Woche, ne? Ja, wenn, dann habe ich es mitbekommen. Ja, ich meine, da war irgendwas im Gespräch, tatsächlich. Ja, aber cool. E-Box war der Gute, der von Querne, der bei Querneland arbeitet, ne? Richtig. Ja. Genau. Da geht ein ganz spezieller Gruß raus. Von Team Servos. Schnell Luft. Hi. Die Bäume haben wir ja eigentlich noch, sag mal. Ein paar sind's noch. Ja, wohl bodenlos. Oh, okay, der ist zu schwer. Ich habe den nächsten Kommentar von Folge 112. Nachdem wir erwähnt hatten, dass wir vier zusammen mal was machen, noch neben dem BG Challenge Projekt noch mal was machen möchten. Ach so. Ja. Da hat der gute Florian Macke 5624 geschrieben. Wie wäre es, wenn ihr viermal auf die Hofbergmann geht? Sehe Ralf da schon im Schrebergarten die ganzen Kisten schleppen. Vielen Dank auch. Die Zeigenabgröße. Bei Blödsinn bin ich dabei. Eieiei. Ups. Ui. Ah. Sind sie die weggezogen? Oh, Jörgi, wir haben Gleichstand, 66 beide. Den einen hier hätte ich auch weggezogen bekommen, nur der ist halt so doof hinter dem Zaun hängen geblieben. Ja, warte mal. Ach, Missionsvorschritt, ich wollte gerade sagen, gell? Ja, ja. Da musst du alles im Blick haben hier. Ja. Du, ja, ich hab schon 70. Ja, da komme ich nicht hinterher. Du bist am Spritzen, schätze ich, ne? Oh, oh. Ja. Ja. Da komme ich nie mit. Muss schneller fliegen. Tensu hat OO gesagt, wir wechseln mal zum Tensu. Alles gut, alles gut. Ja. Ihr seid. Blieb der Baum am Zaun hängen. Ihr seid beide im Holz gerade, wa? Ja. Ja. Ey, wir können nur zwei Aufträge machen und ihr seid gerade beide dran. Unser Fahrsilo ist noch nichts weiter, ne? Haben wir nicht beide leer gemacht? Nee, warte mal. Nur das, ich dachte, ich lauf mal gerade mal hin. Stimmt, das dürfte ja. Ne, ist noch nicht ready. Donnerstag oder Samstag, glaube ich. Ja. Schade, schade. Ich gehe mal von Donnerstag, von Samstag eher aus. Gar nicht, ne? Was kriegen wir für mein Feld hier? Mission 116. Da gibt's
5K für. Ist aber auch verschwindend gering mittlerweile, ne? Ja, alles so, kleine Felder halt. So cool ist Kohle technisch, ja. Scheiße, du bist stehen geblieben. Ich bin auch ein Ochse. Wir sind hier in der Challenge, Ralf, du musst durchziehen. Ja. Gib Gas! Ja, ich hebe immer den Flug drück aus, auf, weißt du? Ich mach das immer so akkurat, wie ich das sonst auch mache. Aber wir haben jetzt gekauft ein Xerion. Ist der irgendwo, da ne, der ist Jörgi mit unterwegs, ne? Nee, der steht auf dem Hof. Der steht hier an der AG Technica. Ah, kannst du mal kurz ins Bild laufen? Ah, gut, der ist ja zu klein, sehen wir ihn wahrscheinlich nicht. Naja, kann ich machen hier, ne? Also oh ja, da ist er. Da, ui. Ui. Wie sieht das leistungstechnisch aus bei dem Gerät? 315. Lecko funny. Was hat mein, den ich hier hab, den Klaas, der Axion, der hat doch weitaus weniger, oder? Sind wir bei 150, oder nicht? Der hat, haben wir den nicht aufgewertet auf knapp unter 200 oder so? Ich weiß nicht. Das ist der, oder Axion, der, nee, der von Jörgi, der alte, der erste Klasse immer hatte. Den haben wir aufgewertet. Und Ralf hat gerade den Axion, den, wo man als letztes Neues gekauft hatte. Stimmt, den haben wir auch noch gekauft. Jörgi, hast du hervorragend gemacht. Tensu, nächster Auftrag? Ja. Ich wollte gerade sagen, fertig. Okay. Das machst du sehr gut, tatsächlich. Was haben wir denn noch? Ich habe auch nichts anderes erwartet von mir. Dann schicken wir gute Aussage, Jörgi. Zu 109. 109? Ja, 109. Okay, das lassen wir die Zuschauer entscheiden an der Stelle. Hat Jörg das gut gemacht? Ja, nein, vielleicht. Ich hab's in einer Stunde gefunden, bestimmt. Die 109 muss oben irgendwo sein. Oben links oder rechts war das, glaube ich. 104? Da hört's auf. 110? Ja, jetzt müsste man von 109 blinkt. Feld ist in der von der Nähe, 110 aber weiter nach rechts gehen. Da. Gerne. Danke. In einer Stunde bin ich da oben. Kein Problem. Ich weiß noch nicht so recht, wie die Ansicht von außen. Innen ist, glaube ich, dann ist der Tensu-Screen davor so ein bisschen. Wir bleiben bei der Außenansicht. Das muss ich noch irgendwie wegmachen hier. So sieht es doch schon besser aus. Sieht ganz wild aus, Tensu. Ja. Großer Haufen. Das ist im Moment schwierig. So, wo bin ich denn? 79%. Okay. Hier einfach quer hier. Ja. Okay, wer ist da Dark in die Quere gekommen? Mich gerade. Kann man die Seilwinde nicht irgendwie ausschalten, so temporär? Ich glaube, du kannst nur das Seil komplett abnehmen, ne? Ich glaube, ja. Aber dann hast du halt das Problem, dass du wieder mit zwei Mann aufbauen musst, damit es in der Stellung, wie es steht, wieder gespannt wird. Vielleicht sollten wir doch was auf dem Anhänger. Ja, gut, Anhänger ist auch immer schwierig, ne? Auf dem Anhänger schmeißen. Aber es lichtet sich ja da. Also den Kleinkram könnte man auf den Anhänger schmeißen. Ja. Gefühlt ist das Feld gleich fertig hier, aber sind erst bei 81%. Müssen wir mal in die Ecken gucken, ne? Oh. Ja, ne, ich habe noch ein paar Bahnen habe ich noch hier geradeaus, aber. Achso. So, wenn ich es jetzt rechnen würde, würde ich fast sagen, wir sind fertig. Aber wir sind fertig mit der heutigen Aufnahme.
würde ich sagen, wir hören uns am morgigen Mittwoch. Bis dahin. Tschüsschen. Tschüss.